So, genau. Und jetzt sind wir in dem Szenario, wo wir Corki, ja. Akshan und Gwen traden können. Genau. Jetzt wollten Corki, wir jetzt mit Karma. Das heißt, wir benden Karma, ja? Ja. Das heißt, wir benden Karma und dann traden wir Corki gegen bannen. Zwei. Gwen ist jetzt ein Flex. Nee, jetzt eben nicht mehr, weil ich glaube, wir kriegen zwei und die kriegen einen. Ja, ist fein. Ist fein, genau. Ja, ja, ist fein. Karma, Ben. Ja, ja, sind alle on board? Ja, dann sind Corki, Jinx, Akshan und Gwen offen. Und ihr meint jetzt mit Akshan beim Enemy-Team fein, wenn wir jetzt Jinx Corki kriegen, sind wir glaube ich auch fein. Die nehmen jetzt Corki? Wir nehmen Akshan? Jetzt nehmen wir... Ne, wir gehen Jinx Gwen, oder? Jinx Gwen. Und Akshan auf der 3. Boah, das ist actually gut, oder? Das klingt richtig gut. Wir sind relativ viel on it, wir können auch überlegen. Die Frage ist bloß... Wir müssen also nicht Akshan Mitte spielen. Wir gehen jetzt Akshan Mitte. Ich werde wahrscheinlich einen AP-Jungler spielen, by the way. Du wirst AP-Jungler spielen? Ja, probably. Ja gut, dann müssen wir Akshan Mitte spielen. Wolltest du sowieso machen gegen Corki, oder nicht? Ja. Nee, andere Alternative ist auch, wenn Spotlane gut ist, könnten wir Lulu gehen. Und wir könnten noch irgendeinen Midlaner danach spielen, haben wir auch eine gute Draft. Je nachdem, was ihr wollt. Wir müssen dann nur aufpassen. Nee, die bannen unseren AD-Midlaner dann. Wir brauchen Akshan. Wir müssen Akshan auf der 3. Also wenn jetzt... Obwohl, müssen wir nicht. Doch. Also du hast 3 AD-Champs übrig. Boah, okay, ich sag's, aber dann haben wir halt kein Engage, aber Braum sieht hier insanely gut aus gegen die 3 Champions. Nee, sieht er nicht. Nee, die haben Poke. Ja, ich meine, gut, wir haben kein Engage. Stimmt, dann haben wir einen Spandau-Draft. Ihr habt recht. Lulu auf der 3. Okay, das ist für mich eigentlich ein Elise-Engel. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal Akshan nehmen. Es ist für mich Akshan. Akshan so gut hier? Akshan ist nicht gut hier. Denke ich auch nicht. Okay. Sieht nicht gut aus. Akshan ist nicht gut hier. Wie wär's mit Lulu oder Elise? No? Lulu oder Elise? Wir könnten Nocturne gehen, wenn wir AD brauchen und dann AP mit denen noch gehen wollen. Ich würde erstmal Lulu nehmen, oder? Willst du mit Sona einfach? Sona? Sona als was ihr haben wollt. Werden können. Was ihr haben wollt. Dann Sona. Wenn ihr Sona haben wollt, ich spiele das, was ihr haben wollt. Jetzt würde ich damit Support bannen, wenn es okay ist. Ja, genau. Wir sind schon noch top Lux, I guess. Lux ist hier pretty worthless. No? Actually, yes, I agree. Ja. Ich würde Leona bannen, to be honest. Leona ist sehr unangenehm für Sona. Der spielt nur Eagles. So. Echt? Okay, gut. Ja. Dann. Also ich würde jetzt zum Beispiel eher eine Nami bannen noch. Nami ist mit Nami Lucian nicht kommen kann. True, sehe ich. So, und dann gibt's welchen Eagle-Champ gibt's denn noch, der für die gut wäre? Aber deren kommt wird schon eigentlich hart engaged, ne? Später. Also. Wirklich. Er spielt ansonsten noch Senna. Na, das ist Dogshit, die können keine 3 ADCs spielen, ne? No? Also, ich weiß, ich würde Leona bannen, to be honest. Also spielt er Jenna? Nee, ne? Was ist mit Bart hier? Der spielt Bart. Ja, ansonsten einfach Bart bannen. Ja, dann nimm auch Bart raus. Gegen Jinx, Sona, super immobil. Ja. Die Frage, die einzige Frage, die uns hier noch bleibt, ist, glaube ich, was wollen wir jetzt für Mitte und Jungle? Ja, ich glaube, wahrscheinlich muss ich die Jungle jetzt noch spielen. Du musst wahrscheinlich, wir können Z-Mitte spielen. Also, Z können wir Mitte spielen hier. Ich glaube, da spiele ich aber Nocturne. Du gehst einfach irgendwas AP. Victor gebannt. Victor oder Seraph und Nocturne? Victor ist gebannt. Seraph Nocturne? Wir werden wahrscheinlich Seraph spielen hier, Mann. Können wir auch sehr gut spielen hier. Weiger ist extrem gut gegen Triple Short Range. Okay. Call me. Ich würde Weiger nehmen hier. Geil, fühle ich extrem. Ich würde jetzt erstmal Nocturne. Das ist ein bisschen mehr Utility auch für ein Teamfight, wenn wir ihn nehmen wollen. Wenn wir irgend noch. Ah, ne, wir haben wahrscheinlich. Nocturne ist Set, oder? Also ich meine, ich hätte Vigo, Nocturne, was habe ich noch? Vigo ist auffallend. Ich finde das alles gut, was mehr Frontline gibt für Sona, aber Vigo ist nicht die beste Frontline. Also halt, was wir healen können. Weißt du, was ich meine? Ich würde auch überlegen, ob es was Besseres geben würde. Wenn du Nocturne gut findest, dann nimm's. Ich mag das nicht. Du musst entscheiden. Ich hab nicht die erste. Oh, ich bin dumm. Die sind zwei dran. Die sind Red Set. Der Timer ist runtergekriegt, sorry, guys. Das sieht bei mir aber auch verbuggt aus. Ja, bei mir auch, sorry, my bad. Das sieht verbuggt aus. My bad. Warum gibt es keinen Jungle-Tap im Dingens? Das ist so bad, dieser Tournament. Es gibt auch keinen Top-Line-Tap. Was ist das für ein komischer Fighter Tap und so. Ja, das ist so unübersichtlich. Ich glaube, man sollte so einen Screenshot machen und dann auf den Screenshot schauen. Die wollen auf jeden Fall heimgehen, aber Weiger hat hier so eine Value. Weiger ist insane. Weiger aber mal so Nocturne, ich schaue mal noch kurz die Liste durch. Kannst du es mit irgendwas Botlane covern? Wenn wir die Botlane-Win-Condition verhindern können, nehmen wir dir Haupts, glaube ich, egal welchen Champ du spielst. Ja, yeah, Nocturne. Mit Olaf oder so? Also ich glaube, dann ist Nocturne. Ich glaube, Nocturne ist besser, ja. Ja, gut. Also, es wäre halt mega geil, aber ja, ist leider gebannt. Ja, Kha'Zix wäre crazy hier. Das ist, glaube ich, also, actually, glaube ich, unser Draft ist diesmal richtig gut. I agree. Ich liebe den Weiger hier, der ist so OP. Ja, ich muss sagen, ich habe die Hose ein bisschen voll, aber. Wieso hast du die Hosen voll? Was passiert? Dass Tanax ein sauer Auto ist.
Ach, sonst. Deine Chance war es für Elo. Das ist für Elo. Okay. Ich werde den Kobold Weiger für extra Glück auspacken. Komm zu mir ins Café, Cutie. Brauche ich Ultimate Hunter? Komm, oder? Kannst du hören, Kani? Du bist der Noctis-Spieler. Ich hab keine Ahnung. Exhaust. Nimm hier. Okay, dann danke ich. Ja. Ohne Sau. So. Aber gut, nimm mal ausschreiben. Nimm hier, du. Okay. Ich glaube, ich nehme ausnahmsweise mal Zombies mit hier. Das ist ein Kuppel-Hilf-Game. Wir sind derzeit, wir können relativ easy First Strike spielen, no? Ich weiß nicht mehr, welche Seite wir sind. Wir sind Red Side. Wir sind Red Side. Du warst ganz mit gebuggt. Du warst Last Pick. Wir sind Red Side. Ah ja, okay. Ich würde, also wenn wir für Drake spielen können, wäre das extremer Banger, weil Corky Package obviously für zweiten Weg scary ist. Mhm. Das ist die, also ich meine, aber wir haben gegen den Corky Poke haben wir die Zone. Wir sollten fein sein. Ich hab ihn mit der Draft eigentlich. Ja, wir haben ja jetzt auch nicht so viele Poke-Tools wir ansonsten. Haben Heli, die haben nur Corki, oder? Die sind super short-range. Und wir können trotzdem Zündung machen, ja. Wir haben zwei Optionen. Entweder ich path für Bot, dass ich einmal den Dive cover. Ja. Oder ich path für Top und ich krieg nein, Farm. Du musst, das ist die einzige Win-Condition, die haben, ist, dass sie Botlane snowballen. Mit ja. Nautilus Tristan Akzent. Okay, du musst Bot covern in dem Game. Das Einzige, was wir dagegen tun können, ist landen wir Top, maybe. Wir sind ready, oder? Ja, klar, ja. Mal gucken, ob die auch Ärger kriegen, dass sie anpausen. Ja. So wie manch anderer hier. Ich nehme direkt, ich nehme Dingens mit. Reaper, vielleicht kriegen wir Free Watt. Er hat ein Priority Game, wenn er will. I mean, die könnten, der Level actually, 1 Leute, ist ziemlich ich gehe kurz meine Hände waschen, meine Hände sind fertig. Okay. Dann müssen wir pausen. Geh weg. Ja, Tabis haben hier insane Value dieses Game. Und on a team. Akurin Hände fettig. Ich lüge die nicht an, ne? Ja. Das ist der Grund. Ist ja falsch. Wir haben mal mitgekriegt, dass von der Prime League die Leute unsere VODs anschauen. Das haben die auch in die Gruppe geschrieben. Ich finde die Prime League. Das ist klasse. Natürlich überhaupt nicht gut für die Prime League, ne? Also ich mag einen Viewer mehr. Wieso ist das nicht gut für die Prime League? Ach so. Ja. Oh. Also ich bin durchaus jemand, der sagt schon mal, dass die Regel zum Beispiel scheiße ist und der vielleicht ein bisschen. Ja, das ist frech, muss ich auf sagen. Auf den OPG-Abuse ein bisschen eingehen könntet, ne? Da wäre vielleicht mal eine gute Maßnahme. Also, dass wir 5 Minuten erfahren, dass sie mit einem anderen Spieler spielen und unsere ganzen Pläne durchkreuzt werden, ist schon nicht so cool. Also, das ist eine 5-Minuten-Frist, das ist schon illegal, scheinbar. Ja. Also, das ist schon illegal. Das kannst du ja jede Runde machen. Also, theoretisch, zwei gute Spieler haben und dann einfach in der letzten Sekunde auswechseln. Ja. Also wir könnten es nicht machen, schon aber alle anderen. Ja, und schon. Der Kengshi-Abel ist schon ein sehr guter Auswechselspieler. Stimmt, also, ja. Wir könnten einfach mal zum Beispiel, wenn wir gegen ein Team spielen, wo wir einen aggressiven Laner brauchen, kommt Envy statt mir und dann wird erstmal Mitte Jungle aggressiv gespielt. True, natürlich schon, ja. Okay. Ready, oder? Ich glaube, ich sollte Hackere mal einüben. Bist du ready? Wieder. Ja, ich bin ready. Ja, man post. Let's get it. Ich glaube, in der Situation wäre Hackere, glaube ich, auch okay gewesen mit Frozen Hard und das Shit. Hey Kani, guck mal, was ich mache. Ne? Was machen wir, wenn die Topline late invaden? Ja. Das war genau eine Frage von mir. Ich glaube, das ist das Einzige, was sie tun können. Ich dachte, also ich glaub, das Wort Kelle, haben wir schon lange abgeschafft. Hier. Wenn du möchtest, Token, kannst du Cheese Warden. Also Anti-Cheese Warden. Mm. Wenn du willst. Soll ich bei 1,25 hier stehen noch? Ne? Mhm. Ja, die sind schon ziemlich OP, Level 1 eigentlich. Die sind OP, aber ich glaube tatsächlich, wenn sie Face-Checken, gewinnen wir. Nocturne ist bei einem Face-Check extrem stark. Nocturne tut sehr weh. Gwen ist auch sehr stark. Aber du hast kein Level Tempo, ich habe auch keinen. Ja, es should be fine. Ich habe auch die Shit. Aber Conqueror ist gut, Level 1, by the way. Dein Matchup-Top ist bad für dich, ne? Es ist bad im Endeffekt. Die haben es auch in der LCS gut oder so. Ja, es ist einfach nur, Grace hat der Push-Power die ganze Zeit. Ich kaufe Tabis, dann bin ich fein. Rücki, ich sag's wie es ist, ich werde das ganze Game die ersten 10 Minuten unterm Turm stehen, ne? Also ich werde nicht wirklich nach vorne laufen. Ach was. Willst du den Wort-Token? Ja, ich mach den Wort-Token. Ich weiß. Ach was. Du machst den nicht. Ich mach ihn. Schon mal drauf vorbereiten. So. Nur Nautilus steht drin, das hat noch nicht reingelaufen. Okay, wir haben da ein Wort in der Mitte, ne? Haben wir gerade gesehen. Ja. Kannst du mich auch rein Auto-Deck von Blood Buff tanken lassen, wenn du willst. We know. Fein, ich werde voll live sein. Brauchst nicht. Ey, wollen wir den Leash faken? Nee. Die fangen relativ. Okay, ich fange auf jeden Fall so der startet irgendwo allein in Dexter, ne? So wie das aussieht. Ich geb den Push. Ja. Scheißegal. Nee. Wir FFen hier alles. Das finde ich nicht gut. Ja, die erste Wave nicht. Auf Botlane CS technisch. Aha. Wir müssen nicht so viel Angst haben, tatsächlich.
hab noch Guardian. Level 2, 3 halt, ne? Actually sogar Trade gewonnen. Ja, deswegen. Ich hab Exhaust genutzt, though. Ja, ist komplett fein. So, we are being chilling. Aber ich habe auch sein E geforst und deswegen pushen die jetzt. Hey. Das ist die Crab-Push-Strategie. Mhm. Ich hätte das dann am Push kriegt, also Anti-Push kriegt. Oh! Ich bin zu Nook-Range. Ja, ja, ist. Oh, ist es nicht fein? Okay, es war nicht fein. Hm. Hat einer von euch beiden ein Ward? Nein. Für hier. Weil ich habe das Gefühl, ich werde jetzt gleich Bosszeit invaded. Ja, wirst du. Viel Glück. Alter! Der spielt normalerweise auch Jinx. Oh, das sind. Ignite ist raus. Aber actually, also. Die sind auf Botlane noch, ne? Die move nicht zu dir. Ja, ja, wir callen, wenn sie weggehen. Noch mal kein Double Pull. Ich denke, Rex möchte resetten. Nautilus move jetzt. Nautilus ist hier. Ich werd hier nach unten. Ich glaub, die wollen die Krabbe, gehen. Ne? Ey, Krabbe ist wirklich whatever, ich will nur die Grump. Die sind, glaube ich, Watercrab einfach. Missing Mat? Pass auf, die könnten mit Länge. Ich werde noch einmal canceln, weil ich glaube, ich werde nicht für die Top-Karre gehen, ne? Ich habe keine. Also, meine Wave bounce gerade, aber er kann Power nehmen, wenn er will. Ihr seid unten fein? Ja. Ich bin keiner Gankable, wenn es auch hinter mir ist. Haben wir ihn irgendwo, wir haben ihn nirgends gesehen, ne? Der ist ziemlich sicher Bot gewesen. Aber ich bin jetzt nicht in den River gelaufen. Wollen wir werden greifen, ja. Okay, das ist actually fine, oder? I mean, Xin hat den Kill. Ich hab schon hier. Hatte einer von euch beiden Ward? Ich hab jetzt einen Ward, aber so. Ja, okay. Also ich meine, es ist halt... Wenn wir sowas sehen können, dass ich sehen kann, wäre das übelst huge gewesen. Hat die Trist auch geflasht? Nee, ne, die ist rausgehoppt. Nee, die ist einfach nur rausgehoppt. Die Tower macht auch keinen Damage mehr in Season 12, ne, ist schade. Ja, da gehen solche Dives, ne? Ja, Xin hat sofort Akku genommen. Ist so crazy. Aber es ist nicht, also ist nicht zu tragisch so. Also nee, nicht nee. Für die, aber ich hab die Wave bekommen, so. Wir haben nur den Zombie. Mhm. Werden beide den nächsten Recon-TP, nehme ich an. Jo. Aber wir sollten den Sensor gleich Topset sehen. Er hat keine Pots mehr, ich kann den Maybe sogar sustain. War der Sensor am Anfang Level 3 oder Level 4? Weißt du, das einer von euch? Hat jemand drauf geachtet? Ich glaube, dass er Level 3 war. Okay, dann hat er jetzt, der hatte seine Golems noch nicht gemacht. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Er geht jetzt erst zu sein. Also, er ist sehr spät sein Golem sehen, das heißt, wir werden ihn jetzt sehr spät hier oben sehen, glaube ich erst. Ey, Botlane ist missing. Nautilus hat auch. Mitte ist auch missing. Okay, Trist ist hier. Oben. Unsere Wave pusht jetzt leider. Wie stark bist du in der Mitte? Ist Ach, du bist Base. Okay, true. Also, wenn ich Base war, bin ich relativ stark. Ja, ne, meint der ist actually extrem stark. Wir sind so. Wir geben wahrscheinlich auch den ersten Dragon ab, schätze ich. Ja. Nautilus moved. Schon ja, der Nautilus ist wieder weg. Okay, der ist noch hier, Wir sind wahrscheinlich nicht stärker verhört, wenn die Package haben, ne? Okay, die hardpushen wieder, die gehen wieder für den Dive. Die gehen Dive, Ward, ja, Cocky kommt auch. Was hat jemand von euch bitte so ein Ward hier über die Wand, dass wir das irgendwas sehen? Nee. Ich brauche irgendeine Info. Brücke, du? Nein. Ich kann runterlaufen und warten für euch. Ah, der Cocky kommt auch, ne? Das ist ein bisschen unlucky. Ich kann nichts sehen. Nice. Der Cock ist auch tot. Ich komm. Cocky hat geflasht. Komm, ich hoch. Das ist gut. Das ist huge. No? Ey, Leute, ich brauche unbedingt diesen Wort. Bitte kauft euch einer von euch einen Pink oder sowas. Ja. Das ist ein Flebel für mich. Mhm. Aber Freddy kriegt die Wave, ja. Oder? Ja, ich guess so. Ich meine, ich kann euch nicht protecten, wenn ich nichts sehe. Ja. Ja, ihr müsst vor allem vor Package aufpassen gleich. Wir werden weiter das Botlane Snowball wollen, noch ein Dive in. Aber jetzt haben wir wieder Flashes. Ja, ich hab Cryo auf der Wave, wenn ich will. Also. Aber ich muss dafür mit Blut bezahlen. Mit Blut, das ist aber nicht gut. Ja, also einfach Leben für Push-Traden, basically. Oh, jetzt stoppt mein Nautilus.
Ich hab keinen Ult, also ich kann dich nicht supporten. Ich bin fein, Monito. Das eine Spieler Graves, wann hast du Ult? Never. Also ja, ich brauch den Blue noch. Ich bräuchte Kani hier. Komme. Nautilus hat Ignite benutzt. Soll ich weiter runtergehen jetzt? Ich kann runtergehen. Die interessante Pull ist besser für mich wahrscheinlich. Level 6. Wir zwei. Ich muss resetten. Ich brauch hier Level 6. Graves hat die Beatwand, ich muss resetten. Also ich bin ziemlich stark, also ich hab ihn gerade beinahe gekillt. Willst du runtergehen, Freddy? Ja, ich nehm die Wave nämlich an, oder? Weil die dive doch einfach. Die ist Level 6 Trist mit. Ja, aber für Items. Ist fein. Der Geist hat die Pete. Er hat noch Flash da. Die werden ziemlich sicher für Dragon gerade gehen, ne? Yep, denke ich auch. Und danach, ja, werden sie Heralds mit Package bearbeiten. Die engagen mit denen. Nautilus hat geflasht. Wenn Graves Top-Tom hittet, maybe, aber. Ob ich hab Red, aber es wäre ein Kill wahrscheinlich. Ich hab der keinen Ult. Flash, oder? Der hat Flash, er hat Flash. Ist schwer zu töten. Hat der Ult? Er hat gehen Ult, jetzt die gehen mit Turret und Herald oder was? Komm mit rein, rotiert. Ja, ich geh wieder runter, ist glaube ich nicht so. Die Wave ist aber terrible für dich gerade. Das ist fein. Ich glaube, es ist trotzdem am leichtesten für Top zu spielen, nur so wie die Wave aussieht, die Map aussieht. Ja, jetzt gerade ist, also Mitte ist auch sehr free. Okay, gut, dann ich bin auch Mitte. Extrem stark. Mitte hat kein Flash, Cage drum, ist sofort tot, wenn der Cage steht. Das ist super. Möchte ich kurz erwähnen. Die werden sich vielleicht sogar Package aufheben für den Rake nach wie vor. Ja, wenn die Rake macht, smart sind schon. Ich glaube, das ist gerade free, by the way. Ich glaube, actually sogar auch, ja. Wir sehen den nicht. Stark. Das wäre so gut. Package kommt. Oh, sind wir schnell genug? Keine TPs. Ja, auf jeden Fall. Ja, könnt ihr gucken, wo der Sensor ist. Das sind die Duolent von denen. Wissen wir nicht. Wir können die auch fighten, glaube ich, gerade. Während die anderen beiden sich umzeigen. Ja, ich bin umzeigen. Sackstark, ja. Ich bin jetzt schon sackstark. Nutzt euch. Wenn's macht. Ihr habt schon, schön. Ja, das ist ziemlich nice, dass wir den Rank kriegen. Zocken die auf mich oder was machen wir? Nee, wir sind für die Duolent. Was mit Top? Okay, nein, nee. Nur Nordrhein. Ja, der kriegt jetzt einen Push für eine Wave und dann kann er theoretisch roamen, ja? Das ist einfach Wasted Package. Wir respektieren einfach nur. Ja. Genau, würde ich auch empfehlen. Nautibot. Ich werde stehen. Ich bin nicht so weit behind, ne? Also schon gegenüber Tristana, aber ich bin okay dabei. Also ich würde gerne jetzt den mitten in der Mitte töten, sobald die Package wieder auf der Tiger gebaut gerade, ne? Ja, hat er. Genau. Die Herald Bot Tower ist gone, ja. Tower ist gone, okay. Weißt du, wenn du nachts hoppen, I guess? Dann bin ich hinter dir Mitte, Freddy. Sobald Package rausläuft, einfach wirklich. Ist ausgenommen. Ich bin in Range. Ja, aber der. Die Move zusammen. Da ist der Wort, ne? Weißt du? Ja, shit, ich hab Backstreaming. Bin ich hier vorgeht? Nee, pass auf. Nautilus und Xin sind da auch. Die sind alle da, ne? Ja. Aber hier ist keine Vision. Können wir verdonnt sein, die werden jetzt uns ein bisschen starven auf dem Tower. Okay. Wir können Mitte gehen, wenn wir nicht Mitte gehen. Wollt ihr den Tower abgeben, ohne dass die Herald usen? Ja, wir können nicht unter dem Tower stehen. Xin hat hier ein Pickwort. Okay. Ich kann actually auch joinen, wenn ihr auf den Cage ist gut, also wir wissen den Herald. Wir diven den einfach mit, oder? Diven wir einfach mit? Ja, okay. Wenn du den Cage da. Wer weiß das? Nautilus ist wieder missing. Okay, die gehen jetzt hin. Xin ist hier. Ich ulte. I guess Xin ist hinter dir, ne? Also, ja. Okay, Sinsau ist at least nicht Botlane. Das heißt, wir kriegen den Botlane-Turm nicht for free. Ich kläre kurz das Wortbrücke. Ich execute, ne? You probably. Ich gewinne Top gerade ziemlich hart. Kann jemand Mitte verteidigen? Also, das kriegen den ganzen Turm. Ich guess ich renne Mitte. Ich kann auch moven. Ja, ist gut. Sorry, aber der war out of range für den Kid. Ja, ich dachte, das ist auch. Das war knapp, es war sehr, sehr knapp, ja. Oh, fuck. Okay, er hat einfach nicht aufgepasst. Perfekt. Können wir auf den Nautilus gehen? Nein. Nein. Tilt, ja. Okay. Wo dann? Immer außenrum. Oh! Immer so knapp, ne? Ich base. Wir gehen hier nicht weiter. Na, wir haben einen Drake immer bekommen. Nicht so ein Package-Timer. Immerhin, ja. Good times, guys. Weiger ist immer so ein Fan. Ich bin schon sehr stark. Wir stellen nachher einfach ein paar Cages auf und dann wird das, Leute, ganz ruhig. Wenn die auch in Weiger und Gwen reinlaufen müssen, ist gut für uns auf jeden Fall. Die werden ja mit uns reinspringen. Das ist. Ja, den Bot-Tower werden wir abgeben müssen, oder? Ich glaube nicht, dass wir den halten können. Ich weiß gerne, nicht, wenn wir den for free gerade abgeben sollten. Ich glaube eher nicht. Geh ich runter. Ich werde auch gleich unten sein mit Ult. Ich hab 30.
Auch TP. Die haben nur Nautilus. Nautilus Flash ist 12-10. Okay, die haben jetzt actually wieder alles ab, ja. Grace könnte gerade mit der Xen ist top. Xen ist top. Der war gerade an der Grump. Eigentlich sollten die swappen für mein Turmspiel. Ich Lane ganken oder so mit Nautilus. Er ist halt gerade keine Vision um Mitte rum, ne? Der wurde gerade gewardet. Das kann nicht der Korgi gewesen sein, oder? Nee. Da war der Nautilus war in dem Busch. Oh mein Gott. Nee, Nautilus war in dem Busch gerade. Der war in dem Busch gerade. Was ist, wenn der gleich für den Blue geht, die sind so? Ich hab. Da was probieren? Dress of Power Spike, aber ich bin auch so. Ja, look, look, look. Ready? Wenn der Armin, das kann ich nicht einfach raufentumpen. Hier ist ein Ward. Dann saß am Blue. Korgi hat wieder gewonnen. Nautilus ist hier. Ist sehr obvious, wenn ich jetzt so move. Ich kann Fugio home. Die sehen mich, ich glaube, da passt. Ah, die werden vielleicht Bot für euch gehen, ja, mit Korgi. Ja, safe. Wir müssen aber abgeben. Kann TP'en, aber. Ich laufe in Richtung Botzeit. Hier ist ein Ward, hier ist ein Ward. Der Nautilus kann Flash hocken. Nicht mehr in Richtung Botzeit. Korgi hat Blue gekriegt. Ich würde sagen, wir geben den nächsten Dragon ab und kriegen Top-Lane-Gold. Sure. Dann müssen wir zu dritt bleiben, though. Ich kann mich lösen aus der Mitte. Ja. Ich kann auch kommen. Für Tier 2 werden es jetzt nicht sofort gehen. Ich glaube, viermal Top ist too much. Okay. Ja, doch, ich wenn Dings nichts zu tun hat, Kani, warum nicht? Kann er mitkommen? Dann, klar. Ja, die werden jetzt zu Drake gehen. Ich meine, der One-Shot die Waves, ne? Yep. Wir müssen dann hinter ihn laufen. Aber wir können auch frontal versuchen zu bleiben mit Nocturne, I guess. Ich komme jetzt von oben. Ja, ich komme nach oben, ja. Aber hier ist halt Vision Plant. Wie machen wir das? Noch mehr werfen? Lauf einfach außen rum, dann noch. Ja, unten rum. Ja. Naut bitte. Kannst du den Gegner, sodass der die Wave nicht one-shotten kann? Ja, vorher schon. In dem Package. Okay, ich gehe. Komm mal. Danke. Ich hab den. Lass den, okay, ich lass ihn dir. Okay, dann geh ich mit der annehmen. Zumindest CP. Nautilus ist hier, actually Nautilus ist hier. Wollt ihr noch was machen? Wir müssen rennen. Muss oben raus, ne? Oh. Maybe ist Freddy tot. Ja. Er ist sehr low, Kogge. Ah. Ich kann nicht auf den Turret, weil da. Obwohl doch. Aber ja, der hat Package, ne? Ich glaube, ich bin einfach tot. Oh, die Rakete? Badabim, badaboom? Nope. Oh, er hat geflasht. Nee, er hat nicht geflasht. Doch. Er hat geflasht. Er hat geflasht. Yep, safe. Okay, Kogge kann flash, das ist huge. Der geht Wits End, ne? Die Trist. Hm? Wir werden unsere Botzeit nehmen, ja. Soll ich einfach mitkommen? Ja. Wir tanken das? Wenn die noch da sind? Oder meine Ult, aber maybe, wenn du kann sagst. Nicht allein reinlaufen, ich muss auf euch dann warten. Dann komm ich mit dem Messer. Ist halt nur Sinsau, ne? Ihr habt theoretisch TP zur Verfügung. Best check mal, Tolkien. Gehen. Er ist raus, er hat doch schon Goldmaker. Eigentlich ungern mein Top-Tom verlieren. Hast du das ja nicht für den Mox gehen? Nehmen wir an. Anti-Heal müsste theoretisch jemand bei euch kaufen. Top-Lane, ne? Ja. Was? 5 Top-Lane. Mir wahrscheinlich. Anti-Heal uns überlassen, wenn du Sona spielst. Es dauert noch fucking lang, bis ich da bin. Ja, okay. Ich hab 0 Gold. Also ich kann's kaufen, aber. Jetzt können wir was Botzeit, wenn ich top-Lane. Also, ist das auf jeden Fall. Du sollst derjenige sein, der Anti-Heal kauft. Wir können. Okay. Ja, gut. Genau, die das und Trist sind oben. Was soll's auch? Grace wird auf die Botlane swappen, so wie es aussieht. Ja, kein Flash. Ich glaube, wir sollten den diven. Ja, nein. Einmal die Graves gekannt, will ich Traps hintersetzen. Hier ist ein Ward drin. Kann jemand kommen von euch? Ich hab die Key. Also, okay. Freddy, du vielleicht? Ich kann, ja, genau. Aber die werden halt unten überall Vision haben, ne? Nee, ich hab nicht. Nicht unbedingt. Also ich bin gerade einfach vor viel reingelaufen. Noch keine Ult, den 10 erst. Der Nautilus hat, glaube ich, noch keine Ult, weil der. Ich müsste oben schon eigentlich aufpassen, ne? Ich kann euch eigentlich bleiben. Hier unten ist eigentlich auch keiner. Wir müssen raus, nicht hochguckt werden. Okay. Okay, Base wird die definitiv Tier 2. Ah, Tristana hat noch geflasht. Fuck. Maybe können wir Tristana killen. Maybe. Die spawnen jetzt halt für den zweiten. Ich kann die Ignite für 40. Ja. Können wir rum jetzt hier? Ja, ich glaub, wir kriegen das hin. Wenn die den Turret hätten, wollte ich Tristana. Okay. Damit. Ich lass mich aber nicht. Aber die tun's nicht. Oh, actually. Tristana kann flash. Go. Komm mal. Das ist gut. Page auf alle? Alle tot? Dreimal E, Alter. Nice. Dreimal Ult und E. Ich hab noch einen Catch gleich. Good job, guys. Sehr schön. Ich glaube, die haben sogar das lokale Gold von uns, by the way. Maybe. Ich glaube, die haben keine 600 Gs bekommen. Aber. Ja? Wenn die Leichen da liegen, kriegen trotzdem Gold, oder nicht? Weiß ich nicht. Finde ich auch nicht sicher. Aber die waren ein bisschen weit weg. Wenn die Leichen in der Range liegen davon, kriegen sie Gold, ja. Ich glaube, actually auch, ja. Aber ich glaube, die waren relativ weit weg. Lass mir den Moment, guys. War nice. Ja, war schon geil. Lass mir den Moment. Well done, guys.
bin echt die Turbo P, wenn ich das Recon da. Die Krabbe ist ab, maybe. Kannst du zu dem checken. Zeitpunkt haben wir die, glaube ich, auch ausgehört. Ich brauche E von mir, Kani. Das war's jetzt. Ah, dann ja, dann müssen wir ein bisschen auf Corki gucken, aber ich finde deine Kopf in den super, no way. Und noch ein Tower, geil. Der könnte an der Grom sein. Der hat auch, by the way, schon Mercs. Und noch ein Tower, geil. Okay, weil das war ist einfach unser ultimatives Comeback, oder? Das ja. war wichtig. Irgendwo schon. Das war sehr, sehr wichtig. Ich bin Turbo P. Shit. Das ist ein kleiner Wolf, falls so jemand strong. Killen kann, wäre das huge. Oh, and. Doktor hat eigentlich auch noch einen Gott bekommen. Argon ist auch strong. Dulen moved von Mitte. Ja, wir müssen raus, Argon. Okay. You deny your darkness in your soul. You deny your power. Was noch das hinter euch, Geistwerfer? Ihr seht das, ne? Was noch bei 16? Wir sind schon raus. Wir spielen weiter für Scaling, ne? Wir geben den nächsten Weg safe ab. Ja. Nein, also noch nicht zu übermütig werden. Das war gar nicht verfrüht, mein Call. Na, also ich bin noch nicht so stark, ne? Also ich würde den Drake abgeben, wenn die Package nehmen, ne? Jedes Mal. Drake hat zwei Items. Heißt? Kinda true. It's free real estate. Wissen wir, wenn wir Position haben, aber es ist nicht so leicht. Nautilus und Xin sind hier. Also ein bisschen wie wir Position einnehmen. Was ist mit der Tresta unten? Kannst du das kurz clean? Okay. Ich back mal Freddy hinten ab. Ja, die Frage ist, was ist die Idee? Also wie wollen wir den Fight angehen? Erstmal müssen wir Freddy backupen hier. Ich hab TP, wenn ich rein TP kann auf dem Pinkwalk wäre gar nicht so bad. Dann, I guess, wir spielen einfach Fishing. Wenn du Licht ausmachst, tippe ich hinter die Botlane. Go, ich tippe hinter die, okay? Okay. Wartet auf mich, du, wartet auf mich. Die wissen nicht, dass wir hier bin, die wissen nicht, die haben keine Info. Okay, slow. Tristana, kein Flash. Wird gesungen? Wird aber Nautilus, der Stream. Hawk ist extrem low, Leute, ich bin hinter denen. Ja, Tristana, ja, Tristana half. Tristana hier, half. Tristana hier, half. Die hat ult, keep in mind. Wie low ist Corki? Sehr low. Hat Ult. Ich meine, ist okay, I guess. I think it's fine. Können wir Dragon? Oh, so nice. Schön. Nice. Oh, ich liebe Nocturne Ult für solche TP-Plays, ist so geil. Nocturne Ult macht so Spaß, ey. Let's get Drag. Ja, ich bin ready. Mitte will man deffen auch noch, wenn einer kann. Ist schon keiner rechtzeitig da, glaube ich. Ist niemand rechtzeitig da. Das ist nur ein Tier-2 fast ein Sau-Sohn vom Drag, ne? Ich mach das, du kannst. Okay, geil. Ich hab auch mehr DPS als du. Ja, die haben eh keine. Ich hätte sogar fast gesagt, jemand sollte den Botlane Tier 2 nehmen, aber. Nein, sind saust zu stark. Niemals. Okay. War schon sehr gut für uns auch. Wir kriegen jetzt sogar einen Drake. Agreed. Lane ist Simon, Nova hat sich P, ich kann Botlane bleiben, I guess. Ja, genau, ich bin. Was man geht's ab. Einfach für Void als nächstes und dann ist es schwer für die Gegner. Ich glaube, wir sollten einfach 5-Man Nash machen. Nach dem Package. Okay, Leute, guys, bitte ready sein für den Nash. Die wollen vielleicht Nash Force mit Package jetzt. Ich hab TP, ja. Ich hab kein Blue. Vorsicht, Mitte, Vorsicht. Ich hab Blue Bots, halbe Minute. Hab ich den da oben ulten? Ich bin nicht. Nee, Corki hat Package. Actually, ist Midlane. Ja, wir könnten Nash gehen. Wenn die mich unten sehen, gehen die wahrscheinlich Nash mit Package. 20 hab ich Blue. Spät. Die gehen in die Areal schon. Fangen an zu pushen. Die werden jetzt anfangen. Wir wollen uns nähern. Ich muss Facecheck, I guess. Haben wir einen Mord? Ich laufe jetzt auch gerade Facecheck rein. Die werden schon dran sein, ne? Ja, die sind drauf. Wir müssen drauf mit Kani. Corki ist noch hier, aber die sind drauf. Habt ihr ein Wort für mich? Auf HP, Lock, okay. I guess we're supposed to stay. Wo kann ich TP'n? Hier? Ja, am besten. Hier. Wir haben Package, ne? Bedenkt das, no way. Ich muss vielleicht straight trashen. Sie haben gecancelt, sie kennen. Raus. Ball Trap Package, geile Zeit gewonnen. Okay, wir können jetzt Mitte, engagieren, weil wir sind 100% nicht dann low. Dann versuche ich zu flanken. Aber warte noch Package ab, bitte. Lass mich die Welten fahren. Die einzige Möglichkeit, wie die gewinnen gerade. Der Corki hat wieder das Flash. Das ist okay, wir haben mein TP halt dafür aufgegeben. Okay, komplett worth, by the way. Wir wollen gleich fighten nach meiner Base, okay? Die TP hat eine Base. Muss keinen Fight geben gerade, ziemlich sicher. Ich denke, wir forcen jetzt Nash. Wir forcen jetzt Nash, aggressiv. Ich will Call, ich hab eine Force. Seid ihr so stark? Dann ist ja, das Game ist völlig over. Ich bin auf 5 gegen 5 ist unlosable für uns. Wir sind beide alle auf 2 Items. Das ist guter Power Spike. Warum nicht jetzt? Also jetzt direkt, würde ich sagen, oder? Ja. Ich hab noch keinen Sweeper. Hast du einen Sweeper, Agurin? Nein, 15. Okay, wir müssen... 20. Achtung, lass mich fertig. Agurin, geh nicht so deep. Warte am besten auf Persona Heals und dann auf Viger Cage, if possible. Ja. Nicht instant deep gehen, aber Licht ausmachen ist gut. Aber ich glaube, jetzt schon mal go, oder? Ja, okay, rauf, ich bin da. Du kannst gut zone, I guess. Wir machen den Rest. Absolut. Links ist der Sinsau, also wenn jemand links zone kann, den Sinsau. Ich hab keine Wards mehr. Aber die sind zu spät. Nice. Okay. What the fuck? Mit das war so ein insane Call-Out, oder was? Jetzt schon. Nein, wir Aram nicht. Wir haben so noch. Okay. Ich hab noch keinen Wards noch. Wir spielen zwei Lanes, wir Aram nicht. Wir können auch. Okay, lass das machen, was wir besprochen haben, Tolkien. Ich shadow dich, du pushst, du flankst. Geil. Ich brauche 100 Gold für Moonstone. Ihr seid zu dritt Midlane, ich geh mit Tolkien Botlane pushen. Ja, wir können aber doch zu dritt Midlane nicht vorgehen. Nee. Dann engage ist halt. Also ihr sollt nicht vorgehen. Dann werdet ihr engaged, Nocturne rein, ich TP rein. 14 Sekunden TP, ist not bad.
Also solange Weiger und Sona nicht wanted werden. Danke. Ja, dich können sie nicht wanten. Du wirst gepeert von den beiden. Dich können sie nicht wanten. Oh, ja, süß. Du hast Exhaust. Hat er das? Ich hab die P 30. Noch dürfen den Kommentar gestern, okay? Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Die P 30. Ich hätte jetzt Boots on den Base. Das wäre halt schmackhaft. Lass Basen. Also lass nicht Basen. Okay, gut. Lass das Basen sein, würde ich sagen. 20 mein TP. Okay, es wäre nice, wenn ihr so ungefähr ein bisschen Botzeit habt, damit ihr nicht vor Free kommt. Danke, Brücki. Aber Achtung, die sind gerade unten. Wartet auf meine Pressure. Wir sind hinter mit Lane. Oh, Xen ist hinter uns. TP in 10, TP in 10. Werdet nicht den Gage, bitte. 10. Kommt hier. Ich hab gleich, ich hab. Lass die reingehen, das ist gut. TP in 2, ich hab. Bin ready. Machen wir das? Ich tippe rein. You sure? Okay, wir könnten Xen einfach töten. Ja, wenn ihr. Mach Licht aus. Okay, ist das Hana? Ja, die ist gejumpt schon. Ich hab dich. Ja, ich hab aufpassen, lass dir nicht auf mich, Geld. Muss ein bisschen chillen. Ich hab noch Ult. Ich kann actually nicht, ne? Schön. Okay. Komm, hilf mir. Okay, ich guess, du nicht kannst. Dann hast du noch was? Gleich. Ich kann nicht mehr reingehen. Ich bin Badler, ne? Aber wir beide kommen mit. Denkst du, er hat Spaß gegen uns so zu spielen? Wir sind beide gegenseitig. Oh nein, er hat Spaß! Was machst du denn? Er hat mich gekittet, scheiße. Ja, lass mal wieder fokussen, Geist. Habt ihr den da oben? Nee, okay. Ich kann helfen. Ich kann go. Was machst du denn, Kadi? Ab jetzt bin ich strong. Ja, wenn wir das zusammen spielen, Argon, haben wir beide safe. Ja, ich hatte halt Cooldowns, aber ja, same. Probably. Und wenn ihr noch habt, ist alles gut. Dann ist alles supi. Sehr schön. Sehr geil, nice. Sehr geil. Garrus hat ein paar Kills bekommen. Ey, das war echt schon 4 gegen 5, ne, weil wirklich von Anfang gestorben ist. Das war schon okay, glaube ich. Flash, Grace, Flash Zinn, aber ich weiß nicht, wurde der nicht gecaged oder was, der Zinn? Doch, aber der hat geultet. Hat der Zinn Sau euch alleine gekillt? Ist der Zinn Sau dann? Der Grace nee, über die Wand glänzt der? Der Grace über die Wand ult? Nein. Wie bitte? Nee, tut er nicht. Geist, was machen wir? Geist, stopp. Was machen wir wegen Drake? Die haben Package wieder ready. Wir sollten aber trotzdem nicht fighten. Wir sind so stark, die können nichts machen. Die Antwort ist mir klar. Ich will bloß, dass wir, anstatt über irgendeine Scheiße zu reden, über das Game reden. Der Sinsau ist noch gerade tot. Wenn ich jetzt instant kriegen wir einen 4 gegen 5. Let's go. Let's go. Sehr gut. Guter Kopf. Auf den Nautilus würde ich gehen, okay? Jo. Grace wird zusammenbleiben, Jungs. Ich werde auch kurz aufdashen, wenn er hier ist. Lass zusammenbleiben, ja. Grace hat keinen Flash. Ja, wir wurden gespottet. Wir müssen eigentlich noch einen Midwerf gehen, ne? Haben wir noch einen Nash? Ich hab noch einen Nash. Haben wir noch 8 Sekunden, reicht aber nicht. Aber der läuft aus, also. Vorsicht von den Raketen von da, habt ihr gesehen? Ja. Der ist cocky. Wollen wir starten? Nee. Könnt ihr bei uns bleiben, Leute? Okay, cool. Wir haben kein Package. Wir kommen, das fein. Kein Package. Okay, schade jetzt. Free. Wenn ihr was? Die gehen jetzt. Wir können auf Mitte eigentlich kollapsen, ne? Müssen wir nicht. Ich glaube Wave Clear und Super Spot. Okay, wenn oder ihr mit der Feind seid. Aber guck mal hier. Guck. Wir können aber hier trappen. Ich hab ne Stopwatch. Ich kann, glaube ich, einfach rein. Ja, ich hab auch ne Stopwatch. Ich mach es. Ah, komm bitte. Ein komplettes Massaker. Oder actually, lass die totchasen. Mit so einer. Ich push mit weiter. Dann komm ich mit. Ist geklärt. Nicht sterben. Oh Gott. Moving. Okay. Wait. Der Dash, oder? Ja. Ich komm da nicht rüber. Ich chase doch mit. Ich hab 5 Sekunden erst Dash, ich geh hier lang. Ich baut euch über die Wand hier, okay? Nice. Ah, mal wieder zurück. Ich hab mich da ein bisschen zu stark gefühlt. Ich werde aber resetten, Bot farmen. Alles gut, Guys. Game ist in unseren Händen. Ja, wir können dann. Das geht richtig schön engaged. Ja. Ich hab jetzt als nächstes hab ich auch GA. Ich denke, wir können genauso. Wir können so genau permanent eigentlich spielen. Legit. Ja, aber ich habe keinen Flash jetzt mehr für den nächsten. Okay, jetzt kann ich Anti-Heal bauen. Aber wenn die auf Agri. Ja, ich. Bei mir ist Anti-Heal gar nicht so broken. Nee, aber es ist trotzdem das beste Item. Irgendwann sollten wir es haben, ja. Aber ja, ich hab jetzt schon Oblivion Orb, es dauert nicht mehr so lange, wenn wir jeden Fall gewinnen. Gut, gleich Sonja ist fertig. Du bist auch ready für jemanden? Ja, ich geh da gleich hin. Ich glaube, der einzige X-Faktor ist Corki Poke mit Package. Das war's, sonst ist unser Game. Ja, also der hat sein Package halt übelst Mist-Time leider. Oder zum Glück für uns. Ja, das ist, also, der spielt halt nicht wie Corki, ne? Da ist das schon schlagbar dann, nicht wahr? Nicht wahr? die hat jetzt ein. Dingens, die. Wir haben Time auf mich. Bis dann das Stop, aber der hat keinen Cleanse, by the way. Ja, wenn ich den Catch kriege, ist die sofort tot. Ja. One-Shot ist die durch, Wits End? Oder muss er? Okay. Corki war. Also wieder mit Bots oder actually, wir sollten top spielen, ne? Ja, ich bin nur resetten, ja. Bleiben? Wir können erstmal eine Weile 1-3-1 spielen, farmen. Nein, und dann. Ich würde denselben Nash spielen. Ja, same eigentlich. Ich habe auch Power Spike dafür, ist besserer Call. Könnte ich hier irgendwo sein?
Wir können, die haben gerade übel Tempo, ja. Mit Level 16 mit 3 Items mit Turbo-P. Alle mit so. Die haben wieder Flashes auf Xin Zhao und Graves gleich. Ja. In 30. Denk dran, dass ich keinen Flash habe diesmal, ne? Ich habe mal oben. Ich glaube, du kannst hier einmal durchgehen mit meinem Hover und dann können wir gucken, ob wir vielleicht im River oder so. Ich würde die Vision nicht abgeben wollen. Wenn die nach vorne laufen, würde ich fighten. Okay? Wir brauchen Freddy erstmal. Sollten wir abwarten, ich bin fein. Wir können auch, glaube ich, gegen Package fighten, I think. Aber das müssen wir nicht riskieren. Das müssen wir nicht riskieren, einfach gegen Package zu fighten. Die können ja nicht Progress machen gegen uns. Dann nimm du die Wave mit an, Tolkien, weil ich habe Flash. Nee, brauche ich jemanden. Wir wollen hier rein. Weil ich könnte hier auch für eine fette Ult gehen, aber ich glaube, wir chillen einfach kurz. Wir werden jetzt die Force. Wenn die Nash anfangen, ist es richtig gut für uns. Ich habe einen guten Flank. Ich mach aus, wir setzen Cage, okay? Ja? Kork ist hier an der Seite. Trist ist gecatcht, Trist tot. Geil. Ich hab die E. Heal mich! Wo bist du? Ich wurde leider noch 2000 Damage vom Package. Was? Ja, ich wurde vom Package auch fast gewonnen und auch weggeschoben leider. Ich hab's mit meinem W geblockt scheinbar, aber dann kam's online auf einmal zweiter Damage weg. Ohne Mone. Vielleicht hätten wir beenden können, I don't know. Alles okay so. Wir haben schon gewonnen. Für die Fans. Nein, wir spielen ein weit besseres Game als letztes Mal, obwohl das Early Game rough war. Ja. Nicht bad. Also besser als letztes Mal. Diesmal ist unsere Comp auch einfacher zu executen. Vielleicht ist das so ein bisschen unsere Stärke. Wir haben einfach einen Go-Button auf Algorithm, wo er einfach sagen kann, halt stopp. Und dann geht's rein. Das hilft uns echt. Wir sind uns ein bisschen so. Lass resetten für Dragspin, guys. Ich hab Objective Bounties. Willst du die Cover? Ich bräuchte 300. Also wenn ich Krabbe, Raptors oder so? Und Crux, dann hätte ich's. Dann könnte ich mal einen. Bin lieber Wölfe näher dran. Rabadons nehmen. Ich würde Buff nehmen, Jinx oder Argurin. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube Jinx oder du. Ja, ich habe jetzt 3 Items, also ich bin mega strong. Ja, dann nehme ich dir. Ich farm noch eine Wave und dann bin ich bei euch, ja. Kann ich irgendwo einen Pink Buff gerade? Da war ein Blue Ward drin, ich folge dir. Da ist ein Blue Ward Rap-Buff, ich kann nicht anklicken so jetzt. Anni, sag mal Uwu. Uwu? Hey, Dirk, reise die Leute. Neutral ist Factor, lass dich nicht catchen. Ich bin fein. Ist geflasht. Wir haben noch Sonyas. Ja. Ich ulte einfach so, I guess. Ach, scheiße. Sorry, ich hab seine Ulte schon nicht geblockt. Er ist nämlich reingelaufen, ich bin nicht weggeeht. Ich hatte auch noch keine Ulte. Ich dachte, ich bin fein, ich hätte auch einfach Sonyas in Kühl. Ja, oder? Wir pushen nicht catchen lassen. Also. Ich tippe hier rein. Oder okay. Aber. Das ist bad. Von mir also. Lass zusammen rein, aber ich hab keine Ulte. Ich bin kein Champ, by the way, ne? Geht raus, sonst verlieren wir das Game hier. Glaub ich. Nein, noch so confident. Wir kriegen Position am Dragon, wenn wir hier langlaufen. Hier lang, rechts. Ich hab den Pien 25. Ihr könnt's aber ruhig spielen mit Sona. Wir haben Position. Können wir Dragon? Ja. Actually, lass jemanden catchen vielleicht. Der kann Flash. Peng. Moin. Das war ein sogenannter Tank. Lass ihn rausfallen kurz. Einfach kurz machen. Wir wollen Mitte gehen, wir können Kollaps mit meinem TP. Ich block den, falls der rüber geht. Wenn die Turm hitten, kollapsen wir nicht TP hier, okay? Wir haben okay. 10 Sekunden Ult, wir können chasen, ne? Ah, die sind gehen einfach raus. Bot, Wave vielleicht? Alles gut. Ja, geh uns Bot. Ich brauch 200 Gold für ein dickes Anti. Nein, jetzt keine Zeit mehr. Darf ich hier Solo-Action machen, ja, oder? Ihr Bot und ich TP zu dir, falls du dich fightest. Nein, Leute. Das war gerade echt scheiße. Bin ruhig lang. Können wir bitte einfach kurz. Okay, ja, wenn du es mir versprichst, aber ich fühle mich nicht sicher. Ich hab TP für dich, Botlane. Ey, du bist in it to win it, Dawn. Oh mein Gott. Nice. Alter Griefer, Das war nicht so. Das war nicht so. Aber ich hab Midlane auch schlecht gespielt. Aber die, das Licht, Dani, hast du das gesehen? Yep. Wer rettet mich? Das war nicht Teil des Deals! Das war die Rache für den Ludo-Kill. Koki no Flash. Können wir in? Wir können probieren. Ich bin sehr, sehr low. Tristana keine Ult. Ich seh nix. Wo sind Gegner? Oh. Ich seh nichts. Wo sind die Gegner? Oh, schade, dass er Mist hat. Das hat mich getötet. Live auf an ADC. Oh mein Gott. Endet mal noch nicht. Ah, doch, leider. Ja, GG. Achso, ne, töten. Oh, nice. Ich nehm den nächsten. Nice. GG! GG!
Kali, sag mal Uru. Der ist doch kurz meine Pumpe angegangen, muss ich sagen. Ja, ich war ein bisschen an Fokus, als der gecasht vor uns lief. War mein Bad. Ja, wir haben halt über, ja. War trotzdem. War auch schwierig dann im TS, weil du ein bisschen viel geredet hast. Ja, war trotzdem mein Bad. Nice, war ein gutes Game, honestly. Nach so einem schlechten Game. Nein, wir haben halt gegen genau gegeben, was sie wollten. Darüber müssen wir uns dann mal nochmal unterhalten. Also, ja, der Botlane halt so viel sterben. Das Ding ist halt, ich bin das halt. Das war mein Bad, weil ich Level 1 geintet habe. Ich null Info, ich weiß nicht, wie lange ich unten bleiben muss. So. Ja. Und ich, weil wir auch keine Wards haben, kriegen wir diese Info auch nicht. Das heißt, ja. Es ist einfach, ich gehe einfach Base, weil ich denke, okay, ich kann den nicht für immer warten. Und dann, ja, diven sie halt natürlich einfach. Aber wird doch nicht anders sein, wenn wir... Ich würde mir aber auch wünschen, es war jetzt in 2 von 3 Games so, dass er eigentlich Toplane relativ free kill ist für eine Weile und wir dann für was anderes spielen wollen. Und das ist ja auch fein, wenn wir Midlane einen Kill kriegen oder so. Aber wir haben ja, also Toplane Dive war sogar free. Wir haben das extrem spät gemacht mit dem Toplane Dive, weil halt irgendwann gegen Botlane gar nichts mehr so. Ja, aber ich habe halt schon, als wir vor dem ersten Package gecallt, das Toplane Gutes zu ganken, weil ich da auch schon... Completely agree. Okay, dann ist gut. Wir hätten wahrscheinlich den Toplane viel früher anfangen sollen, nachdem wir gemerkt haben, dass Botlane nichts möglich ist. Okay, dann sind wir auf einer Wellenlänge. Aber ich fand die Sona jetzt gut, weil das wird immer so. Also ich glaube, ich fand die Sona an sich gut. Wir müssen. Also, das Ding ist, wir brauchen einen Ward. Nein, die Sona, das ist. Ich habe das. Okay? Ich glaube, schlechter als ich dieses Game gespielt habe in den ersten 10 Minuten, kann man es nicht spielen. Also, Leute, das Ding ist, wir müssen sehen, was macht sei nicht so zu dir. Ich hatte eine Lux vor 2 Competitive Games. Ich fand die Sona extrem useful. Ja, dafür, dass das ist einfach es so gut, shit war. Ne? Weil einfach du hast die ganze Zeit diese Auras. Wir müssen halt bloß eine Möglichkeit, vielleicht ist Jinx dann too much. Vielleicht hätten wir Jinx spenden sollen für Jin für Stabilität gehen oder so. Ich habe Level 2 meinen Flash verloren. Wenn wir bei diesem ersten Dive meinen Flash haben, dann stirbt die Tristana. So, und dann funktioniert dein ganzes Spiel nicht. So, ich habe einfach komplett reingegrieft. Also, das war absolut horrible. So, wenn ich einfach nur eine Hand benutze nächstes Game, dann ist das Game nach 25 Minuten schon gewonnen. Unser Rock ist sehr kurz auf Bord, kann man sagen, ja. Ja, ich glaube, ich gehe dann jetzt kurz hoch zum Interview, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Jo, bald. Ja, gut. Okay, gut. Alles klar, und wir hören uns dann. Wann ist denn unser nächstes Spiel? Montag, oder? Montag. Nee, Montag, ich vergesse. Oder ist Super Week? Nee, ne? Nein. Gut. Okay, also haben wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Was ist mit Scrims/Review? Ich glaube, Samstag hatten wir gesagt, ne? Boah. Ich weiß nicht, hab ich Samstag was vor? Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Also glaub, was hat er gerade gesagt? Sorry, was war der Satz? Wir wollen Samstag Review oder Scrim? Scrims oder Review, ob wir was aber machen. Aber Scrims von abgesagt, ne? Ja. Also Review bin ich auf jeden Fall down. Wenn wir Scrims haben, bin ich auch down. Vielleicht machen wir die Coaching-Session dann am Wochenende irgendwann? Wenn wir alle können? Also haben wir da jemanden, den... Nee, ich glaube, wir können einfach mal gemeinsam Review, egal ob wir jemanden haben, dann haben wir auch einen Termin, der nur abhängig von uns ist. Das wäre, glaube ich, leichter zu koordinieren für alle. Ja. Alter, dieses Playoff-Bot war auch so unsauber, ne? Ich kill ihn einfach trotzdem. Meine Ult alleine hat ihm 90% seiner Leben abgezogen. Nur deine Ult? Ja, das waren 90% der Leben hat die abgezogen. Oh Gott. Und Everfrost. Alter, das ist Weiger ist so geil auch zur Zeit. Vor allem, weil der so viele von diesen Meta-Comps so countert. Ja, das stimmt. Weil du musst halt, also wenn du reingehst, wenn du Bruiser hast, wenn du Short-Range bist, dann stellst du einfach die Cage, kannst nichts mehr machen dagegen. Da war actually ein guter Draft von uns ausnahmsweise. Ah, wir sind halt vorbereitet, also, let's go. Es ist insofern ein guter Draft, dass wenn die Gegner, sobald die einen Fehler machen, ist das Game vorbei. So gesehen gut, ne? Aber ich glaube, die hätten schon, also ich glaube, wenn die oben nicht sterben, dann ist das Game really hard. I agree. Also wir müssen das schon sehr lange ausprobieren. Aber das liegt nicht an Draft, ne? Aber auch. Warum? Also, ja, also, I mean, Kani hat ein bisschen weggeendet so, aber das ist ja der normale, also ist ja... Also aber dann honestly, seid ihr dran keiner schuld, weil wir haben 2 Bans, wir sagen, er spielt E-Girl Supports only, er knockt Nautilus, wir haben Bart gebannt und Nami. Richtig, wie gut war der Nautilus am Ende? Also, wie bitte? Das war ja auch der Grund, warum sie gestrollt haben später. Ist ja nicht so, als wäre jetzt... Ich finde, also das Matchup an sich war ja nicht der Fold. Also, das war ja unsere Execution von der Protection. War halt bad. Ja, du kannst davon ausgehen, jede Botlane, wenn die halt den Engage Supporter spielen, immer ahead rausgehen und immer erstmal im führend sind. Ich würde sagen, aber halt nicht viel Kills. Du kannst ja nicht even gehen damit. Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen ja einfach nur nicht halt sehr viel oft sterben. Das ist ja das Ding. Das ist richtig. So, und das ist, ich bin mir auch sicher, wir können das easy verändern, wenn wir was richtig, also wenn wir halt wissen, wenn wir ein bisschen mehr Infos haben halt. Ja. Also wir können besser mit Wards spielen, for sure. Und dann einfach auch vielleicht besser flashen, so. Aber das ist trotzdem ein Risiko, was immer da bleibt, ne? Also wenn wir halt Eagle-Supporter spielen wollen, dann wird immer der Outcome wird immer so in etwa ja, so aber, sein. Ja, aber completely fine, es ist totally worth. Gut, dann müssen wir uns darauf einigen.
Ja. Alright. Dann bleiben wir einfach auf Twitter in Kontakt. Sehr geiles Game heute. Auf Discord, sauber. Bitte. Besser als das letzte. Wir sind jetzt neu. Oh, wir sind alles jetzt auf Discord, wir sind auf Discord. Scheiße. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Hat mich sehr gefreut. Wir hören uns. Macht's gut. Mach's gut. Tschüss. User disconnected.